Hey meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Dieses Video ist für mich wieder was Besonderes, denn meine Freunde, ich habe seit Montag kein Video mehr aufgenommen. Das alle Videos, die ihr jetzt gesehen habt, sind vorproduzierte Videos gewesen oder Videos aus dem Livestream, die ich dann trotz Krankheit zusammengecuttet habe und für euch hochgeladen habe. Aber aufgenommen habe ich tatsächlich keins mehr. Und ich entschuldige mich hiermit nochmal für das 2 Tage, also ich glaube am Dienstag und am Mittwoch kam kein Video, das tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid. Ich habe immer gesagt Daily Uploads, aber ich lag wirklich die 2 Tage komplett im Bett, außer ich war auf der Toilette, also wirklich komplett. Ich habe den ganzen Tag geschlafen, so viel habe ich in meinem Leben an einem Tag noch nie geschlafen, meine Freunde. Also dafür auf jeden Fall Entschuldigung, jetzt geht's wieder. Es werden jetzt wieder Daily Uploads kommen und natürlich auch wieder Streams. Und zwar, Leute, wir reagieren heute auf VDSES Lara und Anouk feat. Thiago ersetzt. Das offizielle Musikvideo ist am 4.4. rausgekommen, vor 4 Tagen. Hat 8614 Aufrufe, 577 Likes. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Wie gesagt, und das möchte ich jetzt hier nochmal deutlich sagen. Alles, was ich sage, ist nichts gegen die Person, beziehungsweise nichts Böses gegen die Person. Wenn ich sage, mir gefällt das nicht, gefällt es mir nicht, ist es meine Meinung und die werde ich auch beibehalten. Und eine Sache, die auch wichtig ist, es ist alles zur Unterhaltung da. Also bitte, wenn ich was sage, dann nehmt denn nicht alles ernst, weil dann muss ich mir nämlich Folgendes nicht mehr geben. Weil dann kann mir keine Sarah und keine Lina VDSIS 1300 mehr reinschreiben, dass ich hier mobben würde, dass ich hier die Leute beleidigen würde, weil alles dient zur Unterhaltung, Leute. Alles ist meine Meinung und es ist nicht auf die Person bezogen. Also bitte hört erst zu und dann reinschreiben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und wir schauen es uns direkt an. So, ja, nice. Um was geht's hier? Wo spielen die denn Fußball? Meine beste Freundin, ich kenne sie schon seit paar Jahren. Wir waren füreinander da, wenn's andere nicht waren. Ja, Mann. Du und ich, nur wir zwei gegen jeden Einfluss. Ich hab dir die Krücken getragen bei deinem Beinbruch. Doch dann kam der Einbruch. Irgendwas war anders. Hast gesagt, dass du mit mir einfach keinen Fun hast. Denn seitdem du nur noch mit paar anderen hängst, tust du in der Schule, als ob du mich nicht kennst. Dein Gelaber nervt mich voll, warum willst du wieder reden? Warum lauf ich wieder mal alleine durch den Nieselregen? Weil ich keinen Bock hab auf das, was du Bock hast. Du benimmst dich wie ein kleines Mädchen und ja, das packt voll ab. Deine ganzen Scheißinteressen teile ich nicht mehr. Als ich das gefeiert hab, ne ganze Weile ist es her. Du hast doch die Wahl, du kannst entweder mit mir gehen oder dieses Leben auf dem Fernsehen in deinem Zimmer sehen. Es passiert so oft, dass meine Freundschaft nicht mehr schätzt. Das stimmt allerdings, dass mit dieser Leime der Freundschaft, aber den, der war, warte, wo ist er jetzt hin? In deinem Zimmer sehen. Also das stimmt natürlich, das, aber ist er nicht das, der auch im letzten Video, die Reaktion, der da drauf war? Dass meine Freundschaft nicht mehr schätzt. Nein, 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 nein. Auch wenn man's nicht hofft, irgendwann wird man verletzt. Verletzt, verletzt. Und ich hab doch gedacht, dass hier wär ich. So echt, so echt. Mein Herz. Das hat ja nichts mit echt zu tun, oder? Also, natürlich, wenn eine Freundschaft ernst ist, irgendeine Freundschaft, die ernst ist, hält nicht das ganze Leben. Gibt es natürlich auch, aber wenn ich mit meinem Bro 5 Jahre beste Freunde sind, dann gibt es aber einen Grund, warum wir keine Freunde mehr sein sollten. Hat das nichts zu tun, dass die 5 Jahre fake waren. Also würde ich jetzt sagen, meine Meinung. Oder? Seit paar Jahren, aber das Problem mit dir kann man keinen Spaß haben. Ich stellte sie meinen neuen Freunden vor, sie sollte mitmachen. Sie war wie ein Opfer, wollte nicht mal einen Drink haben. Wenn man älter wird, dann hat Digga, also wirklich. Ach komm. Also das mit Opfer und Alkohol, das zu verbinden irgendwie, das, egal. Auch mal andere Sachen. Und dann, ich will keine Freundin, über die sie lachen. Für mich ist das schon okay, dass der Weg sich halt mal trennt. Doch sie ruft mich ständig an. Mein Handy brennt. Das, was du da machst, nein, das bist doch nicht du. Was weißt du denn schon, Mädchen, lass mich in Ruhe. Mann, ich kenn dich ganz genau, was ist das denn für ein Change? Ich weiß, dass du dich vor deiner Mama für die Sachen schämst. Deine Noten gehen nach unten, sag mir, wofür das noch hin. Jeden Tag, da siehst du tiefer, langsam wird es richtig schlimm. Komm, ich will dir helfen, lass die Scheiße wieder aber los. Aber der Beat, wie gesagt, eigentlich nice. Also wie eigentlich jeder fast. Es passiert so oft, dass meine Freundschaft nicht mehr schätzt. Nein, 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 nein. Auch wenn man's nicht hofft, irgendwann wird man verletzt. Ich es nicht verstehen, doch ich weiß,
Freunde, come on, Freunde, gehen. Tut es zu weh, nein, ich will's nicht mehr sehen. Doch ich weiß, Freunde, come on, Freunde, steuer doch. Oh, das finde ich nicht so nice, aber. Dagegen, damit dir das nicht passiert. Denn es muss nicht immer sein, dass man Freunde verliert. Viele dieser Freundschaften verlaufen dann im Sande. Tausche eine Freundschaft nie gegen eine andere. Ich finde es. Achtet mal drauf, ist es doch so witzig. Sie rappt hier. Warte. Sie rappt hier und sie macht die ganze. Und sie macht hier jetzt gleich die ganze Zeit daneben Bewegungen. Sie rappt, guck mal. Verlaufen dann im Sande. Tausche eine Freundschaft nie gegen eine andere. Es passiert so oft, dass man eine Freundschaft nicht mehr schätzt. Nein, nein, nein. Auch wenn man's nicht hofft, irgendwann wird man verletzt. Verletzt, verletzt. Und ich hab doch gedacht, das hier wär echt. So echt, so echt. Mein Herz ist pocht, denn du hast mich ersetzt. Oh ja, oh ja. Das Ding ist rum. Das Ding ist einfach jetzt schon rum. Aber die Hintergrundmusik bzw. den Beat finde ich gar nicht scheiße, um ehrlich zu sein. So Leute, da lassen wir natürlich ein Like da. Würde mich freuen, wenn ihr hier auf dem Kanal bzw. bei dem Video, was in der Infobox verlinkt ist, vorbeischauen würdet. Würde mich auch freuen, wenn ihr bei meiner Reaktion, wenn sie euch gefallen hat, eine positive Bewertung da lassen würdet. Das war's mit dem Video. Haut rein, euer Schmerle und ciao.